Es geht wieder weiter mit Let's Play Oblivion. Im letzten Part habe ich zwei Seiten einer Medaille und Kartoffeldieb als Quest beendet. Und jetzt will ich noch die letzte Quest machen, die ich im Brumar habe, und das wäre jederzeit. Die Kirche macht Töne. Das wäre das geheimnisvolle Tal. Nee, das Geheimnis des Tals. Wir alle verdanken euch unser Leben. So heißt das. Was haben wir denn hier? Und das war teuer. Ich glaube hier lange schneller. Die Quest Das Geheimnis des Tals ist nicht gerade eine meiner liebsten Quests, weil ich daran irgendwie... Was ist? Der Retter von Brumar vertrieb die Horden Oblivions ohne fremde Hilfe durch... Er durchschritt ihr großes Tor und legte die gefürchtete Belagerungsmaschine in Trümmer. Errichtet von den dankbaren Bürgern Brumars im Jahre 3. Ära 434. Das ist potthässlich, meine werten Freunde. Aber trotzdem edel, edel, sage ich da mal. Das Geheimnis des Tals. Habe ich irgendwo. Da. Ja, meist. Wo will mich dieser Marker hinschicken? Braucht ihr mich? Ist die Gräfin hier unterwegs? Nee, die ist in der Kirche, ja. Oder? Ja, ist sie. Warum sage ich Kirche? Keine Ahnung. Ich habe zu viel Zombie geguckt. Der sagt es auch immer. Schnell jetzt. Also. Ey, du. Ich habe bereits viel von euren Taten von meinen Leuten in Brumar gehört. Ich hoffe, das Präsent, das Tolgan euch gab, hat euer Interesse geweckt. Ihr habt recht. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Gräfin Narina Carwein. Ich vermute, ihr habt schon die zahllosen Arkaviri-Reliquien bemerkt. Also hier nicht, nein. Man könnte sagen, dass ich eine Sammlerin bin. Ich habe viel Zeit und Geld investiert, um diese Beispiele frühester Geschichte zu erwerben. Ich würde sogar behaupten, dass meine Sammlung die vollständigste in ganz Cyrodiil und vielleicht darüber hinaus ist. Es fehlt mir nur eins. Eine spezielle Reliquie, die ich schon seit vielen Jahren vergeblich suche. Besäße ich dieses Stück der Arkaviri-Antike, wäre meine Sammlung wahrlich komplett. Ich spreche natürlich vom drakonischen Stein des Wahnsinns. Natürlich, natürlich. Was denn sonst? Der Stein ist ein schönes Beispiel der Arkaviri-Handwerkskunst. Der Talisman, der wie ein Amulett angelegt wird, soll den Träger vor Giften aller Art schützen. Na super, das ist ja nicht so praktisch. Der Stein des Wahnsinns sieht aus wie eine zusammengerollte Schlange. Die Augen der Schlange sollen aus Edelsteinen oder Ähnlichem bestehen. Was ist oder Ähnlichem? Über meine Quellen habe ich erfahren, dass der Stein des Wahnsinns zuletzt in den Ruinen am Fahlen Pass gesehen wurde. Mit echten Swarovski-Kristallen. Kennt ihr die Geschichte des Fahlen Passes? Nö. Gegen Ende der ersten Ära versuchten Räuber von Arkavir hier in Tamriel Fuß zu fassen. Damals war das Reich in mehrere Fraktionen gespalten. Rehman Cyrodiil entschloss sich, das Land zu einen und mit einer gemeinsamen Armee die Angreifer zurückzudrängen. Diese Armee wurde als Armee von Rehman bekannt. Die beiden Armeen trafen im heutigen Nord-Cyrodiil aufeinander. Die Arkaviri waren stark und gut bewaffnet. Ihren größten Fehler begingen sie jedoch, als sie durch Morrowind marschierten, ohne sich darum zu scheren, wie Vivek darauf reagieren würde. Das ist ziemlich dumm. Doch sie hatten nicht mit Fürst Vivek gerechnet, der sich mit den Tridentkönigen der Drög verbündete und von Morrowind aus ihre hintere Flanke angriff. Dies zwang die Arkaviri dazu, an zwei Fronten zu kämpfen, und es schnitt ihren Versorgungsweg über das Meer ab. Erinnert mich ein bisschen an den Ersten Weltkrieg. Nicht ganz. Die Armee von Rehman wusste, dass die Arkaviri-Truppen von einem Versteck in den Bergen auskommandiert wurden. Es sollte sich in einem verschneiten Tal namens Fala Pass befinden. Dieses Tal versuchte Rehman zu finden. Während sich seine Truppen jedoch durch die Giralberge kämpften, ergaben sich die Arkaviri plötzlich. Man nahm an, sie sahen ihren Kampf bereits als verloren und gaben auf. Sonderbar war jedoch, dass der Kommandoposten und der Fala Pass nie gefunden wurden. Es wurde als Gerücht abgetan und die Armee von Rehman feierte.
Jetzt habe ich jedoch erfahren, dass es diese Stellung doch gab und dass der drakonische Stein des Wahnsinns dort zuletzt gesehen wurde. Wenn ihr mir den drakonischen Stein des Wahnsinns bringt, sollt ihr zum Dank ein anderes Akaviri-Artefakt erhalten. Einverstanden? Okay. Ich wusste, ihr würdet zustimmen. Gut, dann will ich euch sagen, wie ihr den Stein des Wahnsinns findet. Ich bin im Besitz des Tagebuchs eines Boten der Akaviri. Ich vermute, dass euch der Text darin zu den Ruinen führt. Hier ist eine Übersetzung der Abschnitte, die wir entziffern konnten. Das Buch war schon ganz zerfallen. Ich habe ebenfalls eine grobe Karte beigelegt, wie sie auch im Tagebuch gezeichnet war. Ich gebe euch auch einen einzigartigen Schlüssel, den man angeblich beim Tagebuch fand. Ich nehme an, er wird sich als nützlich erweisen, wenn ihr am Fundort ankommt. Findet den Stein des Gut, mehr. Ah, nee, doch, hier Tagebuch. Schon viele Kundschafter haben den fahlen Pass für mich gesucht. Sie fanden jedoch nur die ersten einer Reihe von Orientierungspunkten. Diese Punkte werden im Tagebuch erwähnt. Der Drachenklauenstein genannte Punkt wurde bereits gefunden. Ich markiere es euch auf der Karte. Sehr schön. Was jetzt geschieht, liegt bei euch. Meine Männer berichteten von bitterer Kälte und gefährlichen Kreaturen, die verhinderten, dass sie weiter vordringen konnten. Seid vorsichtig und kehrt bald zurück. Viel Glück. Das Tagebuch des Boten wird den Stein des Wahnsinns in meiner Sammlung wunderbar ergänzen. Okay, mehr gibt's jetzt wirklich nicht. Möge euer Weg frei von Gefahren sein. Das Buch. Alapas-Karte. Hier wird der Drachenklauenstein sein, dann Statue von wahrscheinlich Reman Cyrodiil und dann in eine Höhle. Ich find's nicht. Ihr habt aber geschickte Finger. Okay, der sagt wieder nur sowas Dummes. Unnötiges. Brauche ich nicht. Ich habe keine Zeit. Ich will jetzt doch wissen, wo dieses Tagebuch ist. Ah. Das will ich ehrlich gesagt nicht alles vorlesen. Im Endeffekt sagt er nur Zeug. Ihr scheint etwas zu wollen. Also, worum geht es? Jeder Freund von Martin ist auch mein Freund. Die war, glaube ich, bei der mythischen Morgenröte. Lebt wohl. Oh. 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 Hi. Da liegt noch wer. Na, wer bist du? Burt. Hauptmann Burt. Wie geht es dir, Hauptmann Burt, der sein Inventar respawnt? Belagerungsraub. So halb draußen. Schick, schick. Wusste ich gar nicht, dass das hier bleibt. Schön zu wissen. Wäre noch ziemlich unnötig, aber trotzdem schön. Und ich glaube, ab hier kann ich... Das ist schön. Das ist weniger schön. Wo ist es? Da. Das anziehen und vielleicht auch den Ring der Khajiiti. Wer ist das? Ist das ein Bandit? Der berüchtigte Ich habe vor, die Kaiserstadt zu besuchen und im Tempel des einen beten. Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Haltet den Mund. Was wollt ihr? Schönen Tag. Interessant. Okay. Ist das der Drachenklauenstein? Nein. Ah, doch, da. Da ist er. Drachenklauenfelsen. Ich habe den Drachenklauenfelsen erreicht. Ich sollte für den Weg zum nächsten Grenzstein in das Tagebuch des Boten schauen. Ich möchte gerne auf den Stein. So.
Und jetzt das Tagebuch lesen. Ja, ich hoffe, dass ich später auf dem schmalen Pfad nach Westen jemanden treffen werde, der mir sagen kann, wie es unseren Männern in diesem Krieg geht. Okay. Schmaler Pfad nach Westen. Aua. Hier ist kein schmaler Pfad, ist das ein schmaler Pfad? Geht aber nach Norden. Ich gehe einfach nach Westen. Erstmal Mutterkurzweig. Nein. Ich verzichte mal auf den Minotaurus. Ist noch ein Minotaurus? Ah, da ist die Statue. Statue. Hallo, Oga. Grüß dich. Ich habe den zweiten Grenzstein erreicht, der Wächter. Ich sollte für den Weg zum dritten Grenzstein wieder in das Tagebuch des Boten schauen. Tagebuch des Boten. Ich schätze mal, ich soll nach Norden. Da ist noch ein Oger. Er meinte nämlich im Tagebuch, dass der Wächter nach Norden, da ist ein Landroid, nach Norden blickt und es so aussieht, als wolle er davor warnen, ins Kaiserreich zu gehen und sich Rehmann darüber ärgern würde, dass man genau das als Wegpunkt benutzt. Und hier ist auch die Höhle. Ich habe den dritten Grenzstein gefunden, der den Schlangenpfad markiert. Die scheint eine unterirdische Passage zu sein. Wenn ich die Ruinen finden möchte, muss ich diese Passage durchqueren. Mit der grauenvollen Ratte. Oh nein. Ich habe solche Angst. Warum sind die Ratten? Und ich, im Tagebuch war auch ein Typ namens Shenzin angesprochen. Den kann man hier auch irgendwo finden, meine ich. Meine ich mich zu erinnern. Ich bin kein Idiot. Dumme Falle. Da ist ein Oger. Den habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich habe die Leiche des Boten gefunden, der mir das Tagebuch geschrieben hat, das ich bei mir trage. Obwohl er vor über 1000 Jahren gestorben ist, sind die Knochen von der Kälte in den Höhen gut konserviert. Es scheint, als ob seine Knochenhand etwas umklammert hielte. Ich sollte das untersuchen. Da ist er. Akaviri-Befehle. Neben der Leiche des Boten habe ich eine Schiefertafel entdeckt, auf der sich Akaviri-Schriftzeichen befinden. Das müssen die Befehle sein, die der Bote in seinem Tagebuch erwähnte. Ich will hier aber erstmal noch das Ende lesen.
Ich soll vor den Wölfen aufpassen. Diesem groß. Genau, so wird das geschrieben. Also hier sind gefährliche Monster und so. Mehr ist es eigentlich nicht. Wo sind die Befehle? Sind die hier? Als Quest-Item? Ja, Akaviri-Befehle. Gut, dann habe ich die. Ich speichere und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.